Grüß Gott, wir sind an der letzten Seite des Buches 2020 angekommen. In wenigen Stunden schließt sich das Jahr, so wie ein zu Ende gelesenes Buch, und wird Geschichte sein. Was ist wohl die Geschichte dieses nun bald zurückliegenden Jahres? Sicherlich ein Schlagwort: Corona. Corona hat uns in allen Lebenslagen überall völlig erwischt und ins kalte Wasser wurden wir geworfen. Auch wir als Pfarrei. Ich denke zurück an die Kar- und Ostertage, an die Feier der heiligen Liturgien hinter verschlossenen Türen. Man kann Eucharistie nicht hinter verschlossenen Türen feiern, denn am Schluss sagt ja der Priester, der Diakon den Ruf, ite missa est, geht, ihr seid gesandt. Und das, was wir feiern, das können wir nicht hinter verschlossenen Türen feiern, sondern wir sollen es in die Welt bringen, wir sollen Licht für die Welt sein, Sauerteig für die Welt. Wir haben die Kar- und Ostertage ohne Gläubige gefeiert. Dank Livestream haben sie die Gottesdienste mitfeiern können zu Hause, aber das Internet, der Fernseher, ersetzt nie die Gemeinschaft der Gläubigen, die um den Altar versammelt das heilige Messopfer feiern. Am 11. Mai wurden die ersten Gottesdienste in unserer Pfarrei Allersberg wieder öffentlich gefeiert. Viele von ihnen vermisse ich seitdem. Sicherlich sind Ängste da, kann man mit einer Gemeinschaft von Menschen mit in der Kirche feiern und vieles mehr. Aber als Pfarrer habe ich da ein wenig Angst und Bedenken, dass manche einen Grund gesucht haben, sich für immer zu verabschieden. Ich hoffe, dass einige von denen im neuen Jahr wieder in die Kirche kommen. Ich freue mich über jedes Gesicht, das ich sehe, über jeden, der mit uns mitfeiert. Das Jahr 2020 hat alle Bereiche unserer Pfarrei erwischt. Die Kindergärten, den Hort, die Gottesdienste, die Sakramente und vieles mehr. Es war kein einfaches Jahr und sicherlich, die Sie jetzt gerade das Video anschauen, können es bestätigen, auch für Sie war es ein schweres Jahr. Für meine Familie und für mich war es ein ganz schweres Jahr, weil im Februar mein Vater plötzlich und unerwartet von dieser Welt gegangen ist. Jeder kann in diesem Buch des Jahres 2020 anderes lesen. Manch Schönes, viel Trauriges, manch Fröhliches, manch Ermunterndes, aber manch Resignierendes und vieles, vieles mehr. Das Jahr 2020 ist so unterschiedlich für manche von Ihnen, für viele von uns, wie die Jahresringe eines Baumes. Gestern war ich bei uns am Spital, war ja spazieren mit Camilla Graf Igor von Neusitz und ein Mädchen saß auf dem Boden auf einem Baumstumpf und hat die Jahresringe gezählt. Und daneben stand der Großvater und das Kind sagte, schau her Opa, der Baum war 85 Jahre alt, der ist 14 Jahre älter als du. Die Forstleute unter Ihnen wissen, kein Jahresring gleicht dem anderen. Jeder Jahresring ist anders. Er sagt uns viel, war es ein feuchtes Jahr, war es ein dürres Jahr, hatte der Baum Krankheiten und vieles mehr. So ist das Jahr 2020 für uns alle ein ganz unterschiedliches Jahr und jeder hat seine Geschichten erlebt. Aber all unser Leben, sagt Martin Buber, all unser Leben ist Begegnung. Wir leben in Beziehung, wir leben in Begegnung, auch wenn diese Beziehungen, diese Begegnungen in diesem Jahr ganz anders waren, weil es vieles nicht gab und vieles nicht möglich war. Als Pfarrer sage ich ein großes, aufrechtes Vergelt's Gott für all die Unterstützung, die ich auch in diesem nun zu Ende gehenden Jahr von vielen von Ihnen erfahren habe. Ich danke meinen Mitbrüdern, ich danke meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Pfarrbüro, in den Kirchenverwaltungen, beim Pfarrgemeinderat, in den Kindergärten, im Hort und all jene, die einen Dienst tun. Und manche ganz bescheiden, einen kleinen Dienst, der nach außen nie wahrgenommen wird. Von diesen Menschen lebt eine Pfarrei. Sie alle sind diese lebendigen Steine unserer Pfarrei Maria Himmelfahrt Allersberg. Ein schönes Jahr war es sicherlich für Pater Fidelis, der unter schwierigen Umständen seine Priesterweihe erhalten hat und geweiht wurde. Wir freuen uns für ihn und wir danken, dass er Ja gesagt hat zum Anruf Gottes. Bald schließt sich das Jahr 2020. So unterschiedlich es für jeden von uns war, es war ein Jahr, in dem Gott uns aber nicht im Stich gelassen hat. Im neuen Jahr würden die Sternsinger kommen, in diesem Jahr leider nicht. Und die Sternsinger schreiben jedes Jahr auf unsere Türen,
Gott segne dieses Haus, Christus Mansionem Benedicat. Möge es ein gesegnetes Jahr sein. Gehen wir mit Gottvertrauen und, Sie kennen mich, mit einem Stück Humor, mit innerer Lebensfreude in das neue Jahr, damit es ein Jahr des Segens, ein gesegnetes Jahr wird. Ihnen allen nochmal ein großes, großes Vergelt's Gott für die vielfältige Unterstützung, die Sie mir geschenkt haben, für das Gute, das ich durch vielen von Ihnen erfahren habe. Und das sind die schönsten Geschenke im Leben. Mit Gottes Segen gehen wir nun und öffnen die neue Tür des Jahres 2021. Ewiger Gott, die Tage zerrinnen uns zwischen den Händen. Unser Leben schwindet dahin, du aber bleibst. Gestern und heute, aber du bist derselbe. Du hältst die Zeit, das Vergangene, das Gegenwärtige und das Zukünftige in deinen Händen. Geh du alle unsere Wege mit, darum bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Herrn, der durch die Jungfrau Maria für uns Mensch geworden ist und mit dir und dem Heiligen Geist lebt in alle Ewigkeit. Amen. Und so segne und behüte euch alle, die Kranken und die Gesunden, die Alten und die Jungen, die Traurigen und die Fröhlichen. So segne und behüte euch und unsere ganze Pfarrei, alle Menschen, die hier leben, alle Familien, der dreifaltige und lebendige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Unsere liebe Frau von Allersberg, bitte für uns. Ich und Camillo wünschen Ihnen allen ein gesegnetes und gutes neues Jahr. Servus.